Leute, und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, zu einem weiteren Tutorial Guide Tipps und Tricks Video. Und zwar stelle ich mir eine Frage, beziehungsweise euch eine Frage. Sind Revolver mega OP? Ich denke nämlich, ja. Wie krass sind Smart-Waffen? Bedeutet Waffen, die automatisch die Projektile das Ziel verfolgen. Du musst also nicht mal gut aimen können und nicht gut treffen. Smart-Waffen kannst du aber nicht einfach so nutzen, du brauchst dazu noch etwas. Und wie krass finde ich nach Langzeittest jetzt eigentlich die Klingen aus meinen Händen? Also, das stellen wir uns heute als erste Frage. Beginnen wir mal mit dem Revolver. Beim Revolver sehen wir eine Sache direkt, warum ich ihn OP finde. Und zwar, wenn du mit ihm den Kopf triffst, machst du die doppelten Schaden. Kopfschuss, Schadensmultiplikator mal 2. Das ist der Oberhammer. Pistolen haben 1,20 Kopfschussmultiplikator. Shotgun und so weiter haben alles nur einen Multiplikator von 1. Natürlich Snipergewehre sind noch anders, aber Revolver ist halt viel einfacher zu handeln, geht schneller und macht ordentlich Damage. Dazu noch kannst du bei einem Revolver natürlich auch den Schalldämpfer drauf bauen, was nochmal, wenn du dich in der Tarnung befindest, den Schaden um 2,5 erhöht. Bedeutet, wenn du jetzt so wie ich hier den Revolver ausrüstest, dich duckst, bist du in Tarnung. Ja? Dann suchst du dir zum Beispiel ein leichtes Ziel aus, versuchst natürlich den Kopf zu treffen, drückst einmal ab und die Dame wird nie wieder aufstehen. Und du hast damit auch eine hohe Chance, einen kritischen Treffer zu landen und du merkst, du bist unentdeckt. Weil du mit Schalldämpfer geschossen hast, dir kann also nichts passieren, du kannst die Mission ganz normal spielen. Punkt Nummer 1, meiner Meinung nach, Revolver sind OP. Punkt aus Ende. Das ist meine bisherige Erfahrung nach über 15 Spielstunden jetzt schon. Ich baller da ziemlich viel Zeit rein in Cyberpunk. Find's aber richtig geil. Revolver, ich kann's euch nur empfehlen. Ihr könnt die Waffen auch übrigens, nicht zu vergessen, auch upgraden durch die Itemherstellung. Ne? Das heißt, ihr könnt den Revolver jetzt noch krasser machen. Ihr seht's, ich brauche nur in Anführungszeichen diese Materialien hier, die ich jetzt sogar zur Verfügung hätte und kann ihn noch stärker machen. Muss nicht jeder für sich selbst entscheiden, ob einem das gefällt, ne? Ob man die Waffen verstärken will. Ich denke am Anfang eher nicht, denn ihr bekommt ständig neue Waffen. Auch wenn ich sagen muss, mit meinem alten Revolver habe ich ordentlich viele Spielstunden gespielt, da ich keinen besseren neuen Revolver gefunden habe. Aber mein neuer epischer wird jetzt, glaube ich, lange mein Begleiter werden. Okay, Revolver, OP, vor allem aus der Tarnung, also geduckt, ne? Ihr seht aber das Bild ja dunkler. Geduckt, auf den Kopf schießen, zack, bam, tot. Mit Schalldämpfer, was willst du mehr? Du wirst nicht entdeckt, du kannst die Mission easy peasy abschließen. Dann haben wir aber auch noch die andere Waffe, und zwar Smart Link. Die finde ich eine ziemlich coole Sache. Der Damage hat mich jetzt aber noch nicht so überzeugt. Zum Beispiel diese Waffe hier, die Smart Waffe. Smart bedeutet, Ziele werden von zielsuchenden Mikroprojektilen verfolgt. Das heißt, wie gesagt, du kannst da ein bisschen rumballern und du wirst immer treffen. Ihr seht hier diesen fetten Radius in der Mitte des Bildschirms, ne? Diesen fetten Bildschirm hier. Da kann ich überall hinschießen. Oh nein, er hat mich gesehen. Da kann ich überall hinschießen. Und diesen Bereich werde ich immer treffen. Ne? Es ist nicht möglich, daneben zu schießen, weil die Kugeln verfolgen. Problem ist aber, dafür brauchst du etwas. Und zwar Cyberware. Du brauchst dafür spezielle Hände. Ne? Ermöglicht das Benutzen der Smart-Zielerfassung von Smart-Waffen. Verbindet die optischen Implantate, also deine Augen, mit der Waffe. Und dadurch kannst du natürlich, wo du hinguckst, ne, auch hinschießen. Finde ich eine echt geile Sache, dass die Kugeln das Ziel verfolgen. Hat jetzt bisher nicht so viel Schaden gemacht, also die Waffe hier speziell. Hat mich jetzt nicht so überzeugt im Nahkampf, aber ich denke, vor allem für Leute, die wie ich am Anfang des Spieles echt schlecht waren im Zielen, ist das eine gute Alternative. Trotz dessen, bisher muss ich sagen, yo, trifft ganz gut. Vielleicht, wenn man damit Headshots landet, können wir auch gerne mal testen. Jetzt gleich. Aber ich weiß nicht, also vom Grundprinzip her war es jetzt nicht so viel Schaden. Hat mich der da vorne jetzt gesehen? Nö, oder? Ich guck mal, versuchen wir den zu treffen, der geht weg. Der hat mich nicht gesehen, oh lol. Wer hat mich dann gesehen? Der hat mich gesehen, oder? Headshot, kritischer Schaden 2800, der steht nie wieder auf. Ihr seht also, Revolver ist meiner Meinung nach komplett OP. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es geht nicht anders. Ne? So, genug technische Erfahrung. Wir können reingehen. Vorne ist die Kamera, die auch immer natürlich ausschalten. Ganz wichtig. Gegner sehen wir da vorne. Aber jetzt... ja, komm, scheiß drauf. Wir nutzen mal die Waffe. Ich habe nur 17 Schuss. Aber wir versuchen jetzt mal mit der Smart-Link-Waffe. Das ist bei meinen Kugeln. Sollten immer treffen.
Ja, ihr seht, ich habe jetzt viel rumgeballert und coolen Treffen immer. Haben jetzt aber nicht so viel Schaden gemacht, ne? Deswegen bin ich von der Waffe nicht so ganz überzeugt. Was aber geil ist, ist auf jeden Fall meine Klinge. Ja, kurz mal zeigen. Die Mantis-Klingen, um das auch mal kurz anzureißen, bevor wir in den Kampf gehen. Die Mantis-Klingen, die Klingen aus meinen Armen, bekommt man auch bei der Cyberwehr. Ihr seht es hier unten. Dafür musst du aber genug Street-Cred haben. Dazu gibt es einen eigenen Guide von mir auf YouTube. Du brauchst Geld. Dafür gibt es auch einen Guide von mir auf YouTube, ein Tutorial. Guck gerne in die Videos rein. Und dann kannst du diese Arme hier kaufen und hast richtig geile Klingenarme, die wir aber auch noch verbessern können. Wir gehen mal rein. Du kannst mit den Klingenarmen auch hinspringen zum Gegner. Bam, zack, tot. Ne? Ist geil. Ist tot. Fertig. Thema erledigt. Kopf, du kannst ja auch am Boden noch zerschneiden. Also diese Klingen, die sind einfach der Oberhammer. Die sind einfach der Oberhammer. Komm, wir springen mal zum nächsten. Ein bisschen euch zeigen, die Waffen. Zack, angesprungen. Zack, tot. Fertig. Ne? Du brauchst theoretisch keine Waffen mehr. Kopf ist ab. Thema ist erledigt. Oder hier, ich gehe einfach mal hin zu ihm. Was will er denn tun? Ne? Was will er tun? Was will er bitte gegen diesen Waffen tun? Diese Klingen aus meinen Händen sind einfach zu krass. Ne? Sie sind einfach zu krass. Du kannst mich auch verteidigen natürlich. Du kannst auch weit springen, wie du siehst. Ich bin komplett zum Gegner hingesprungen. Und lösche ihn sein Leben aus einfach. Also das ist schon ein bisschen OP. Lol. Ich habe mich gerade selbst gesprengt an der kleinen Kiste. Hoppla. Das war natürlich jetzt sehr gut. Also, aber auch das, hey, das wollte ich gerade im Video zeigen. Also auch das, du musst aufpassen, wo du dich draufschlägst. Schlägst du auf Benzinkanister, auf Gasflaschen, auf Elektrogeräte. Bam, explodierst. Ja, ganz einfache Sache, jetzt sind wir wieder beim alten Spielstand zurück. Aber ihr habt gesehen, Mantis-Klingen aus den Armen, Mega-Damage. Revolver, meiner Meinung nach, die komplette OP-Waffe. Vor allem, weil du brauchst damit nicht snipern, wie gesagt, da musst du nicht auf lange Distanz irgendwo hingucken, lange zielen. Revolver packst du aus, ne? Drückst du ab und das Thema ist erledigt, ne? Kopfschuss und er ist tot. Ausschlussbuster. Ne? Ausschlussbuster. Ganz einfach. Ja, die Polizei jagt mich jetzt vielleicht, weil ich den Typen erschossen habe, aber ganz einfach, ne? Es ist ganz einfach. Und hier kommt eine Drohne. Drei Schüsse, wenn man trifft. Drohne down. Ne? Aber wie gesagt, es kommen die Polizisten. Ist schlecht, ne? Aber so, ich mag. Polizisten ist es ein bisschen kacke. Aber auch eher zwei Schüsse, nicht gezielt tot. Aber ja, Polizisten jagen dich, dann bist du tot. Tötet keine Zivilisten. Aber auf jeden Fall, ich kann echt zusammengefasst sagen, Revolver, mega stark, teste es auf jeden Fall aus. Nicht die Pistole, den Revolver, achtet darauf. Rüste unbedingt den Schalldämpfer aus. Und ich empfehle dir ein gutes Visier. Du kannst natürlich auch, kann man auch kurz drüber reden, bei deinen Waffen und das Visier anpassen. Ne? Hier über mir siehst du es, ich habe gerade das Visier drauf. Es gibt noch viele andere Visiere, das erhöht oft deine Reichweite. Ne? Dafür aber zielst du langsamer und vieles, vieles mehr. Es gibt da unendlich Sachen, die du draufschrauben kannst. Jedes Visier sieht natürlich auch anders aus im Kampf. Ne? Wir gehen mal auf meine Knarre. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier so ein Rotpunktvisier. Also alles sieht immer ein bisschen anders aus. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, was bei einem selbst lieber ist. Wie gesagt, diese Smart-Link-Waffen, schwierig. Mich hat der Schaden bisher nichts überzeugt. Vielleicht habe ich auch zu wenig Munition reingeballert. Ich weiß noch nicht. Revolver ist halt ein Schuss und tot. Smartlink-Waffen vielleicht eher zum Beispiel für Cyberpsychos, damit du die leichter töten kannst. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Revolver einfach zu stark. Na, vielleicht wäre es noch genervt, wer weiß. Aber wenn bei sonst normale Sturmgewehre bin ich mehr der Fan, muss ich sagen. Also das ist mein Lieblingssturmgewehr zum Beispiel. Das macht Elektroschaden, hat ein geiles Visier. Ihr müsst auch darauf achten, können wir auch ganz kurz drüber reden, dass eure Waffen zum Beispiel auch Feuerschaden haben, Elektroschaden. Ich sehe zum Beispiel die Waffe jetzt rechts, hat Schockschaden. Meine Smartlink-Waffe auch. Oder diese Schrotflinte hat Chemieschaden. Thermalschaden ist Feuer natürlich. Schockschaden finde ich am krassesten, weil der Gegner dann bewegungsunfähig ist. Muss aber auch jeder für sich selbst wissen. Die Mantis-Klingen, da gibt es noch bessere, wahrscheinlich später, weil ihr seht, die sind nur selten. Da werde ich noch ein bisschen mich hochkaufen, denn im Nahkampf finde ich die OP, außer ist halt so blöd und haut wie ich auf dem Sprengfass, dann natürlich nicht. Aber sonst, ich finde im Großen einfach geil. Ich würde sagen, Leute, das war mal meine Meinung, was die OP-Waffen im Spiel sind, auf jeden Fall der Revolver. Und was ziemlich krass ist, auf jeden Fall die Smart-Link-Waffen. Dafür brauchst du aber, wie gesagt, unbedingt deine Cyberwehr-Hände, deine Handschuhe, unbedingt ausrüsten beim Onkel Doktor, wenn deine Street Cred genug hoch ist und wenn du genug Geld hast, bei Tutorials jetzt auf der Endcard. Ich hoffe, ich kann ein bisschen helfen. Probiert den Revolver aus, probiert die Smart Link Waffen auf jeden Fall aus und probiert eure Klingenhände aus. Das ist der Oberhammer und viel Spaß damit mit diesen meiner Meinung nach schon sehr OP'en Waffen. Haut da rein, gerne abonnieren, um nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und jetzt viel Spaß mit meinem Let's Play und den anderen Tutorials. Ciao.